Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Go Queer und Fokus. Diesmal habe ich das Ruder übernommen, aber wir haben eine Notlösung, da Robert heute leider nicht da sein kann. Hallo und herzlichen Glückwunsch. Scheinbar habt ihr die Notaufnahme richtig eingelegt und das Gerät richtig angestöpselt. Das bedeutet, dass ich entweder unter den Bus gekommen bin oder einfach mal Urlaub mache. Das Intro sollt ihr aber trotzdem bekommen, von daher Film ab. Danke, Robert. Nun zu den News. EKD ist offener gegenüber Homosexuellen geworden. Nach der Theologin Margot Kessmann sei die Kirche in den letzten Jahrzehnten viel, viel offener geworden. Wie selbstverständlich ist es, dass ein Pfarrer homosexuell ist und mit seinem Mann ins Pfarrhaus zieht, sagte Kessmann auf dem Festgottesdienst zum 40-jährigen Bestehen der ökumenischen Gemeinschaft Homosexuelle und Kirche Hannover. Es hat sich viel verändert, laut der ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD. Jedoch gab es auch einen sehr langen Weg dorthin und viele Homosexuelle mussten vorher Kränkungen erleiden. Russland: LGBTI-Aktivisten bei 1. Mai-Demo festgenommen. Die Polizei stoppte in St. Petersburg gezielte Personen mit Regenbogenflaggen. Aus inoffiziellen LGBTI-Blocks, die ca. aus rund 100 Menschen bestehen, wurden mehrfach gezielte Personen festgenommen. Diese wurden dann in Polizeibusse gezerrt und zur Wache gefahren. Darunter auch der bekannte Sprecher der russischen LGBT-Network, Igor Koschetkov. Wir wurden illegal auf dem Nevsky-Prospekt festgenommen, nach ihm auf Facebook. Hawaii verbietet Konversionstherapien an Minderjährigen. Als 12. Bundesstaat verbietet nun auch Hawaii, homosexuelle oder transsexuelle Jugendliche zu heilen. Beide Kammern des US-Parlaments in Hawaii beschlossen ein Verbot gegen Therapien, die das Ziel haben, die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von Jugendlichen zu ändern. Nun stellt also das Gesetz sicher, dass LGBTQ-Jugendliche nicht von Ärzten oder Psychiatern gefoltert werden. Lars Steinhöfel von Erpresser zum Coming-out gezwungen. Der 32-jährige Schauspieler gab nun bekannt, dass sein Coming-out eigentlich nur durch eine Erpressung stattfand. Der Schauspieler outete sich im Jahr 2014 unter dem Vorwand, er möchte Jugendlichen Mut machen, zu ihrer Sexualität zu stehen. Jedoch erklärte er jetzt im Interview, dass seine Bekenntnis zur Homosexualität eigentlich nur durch eine unbekannte Person stattfand. Diese soll der RTL-Presse geschrieben haben und mitgeteilt haben, dass die Person Bilder von ihm hat und somit seine Homosexualität belegen kann. Neue Beweise gegen Homoheiler aus Bennungen. Der Verein für Lebensorientierung, auch Leo genannt, steht unter Kritik. Dort sollen Homosexuelle geheilt werden, laut Seminarankündigungen. Darin heißt es, Selbstmitleid und Minderwertigkeitskomplexe verhindern die Entwicklung zur ganzen Reife eines Mannes. Bei Homosexualität, Transsexualität, Pädophilie oder Hyposexualität bleibe die Sexualität auf einer infantilen Stufe stehen. Doch der Vorwurf ist nicht neu, denn schon im Jahr 2014 hat der Landkreis Mansfeld-Südharz dem Verein seine freie Trägerschaft aberkannt. Jedoch klagte damals Leo und bekam in zwei Verfahren Recht. Der Grund war, dass man nicht sehr sicher gehen konnte, was wirklich in den Seminaren vermittelt wurde. Doch endlich ist diese Lücke geschlossen, denn durch veröffentlichte Unterlagen kann nun bewiesen werden, dass in den Seminaren vermittelt wird, dass Homosexualität eine Störung ist und mit Pädophilie gleichgesetzt wird. Aufregung um küssende Frauen in einem Einkaufscenter.
Ein lesbisches Pärchen soll nach einem Kuss in einem Einkaufscenter rausgeschmissen worden sein. Eine der beiden Frauen schilderte, dass ein Passant bzw. sich als Security ausgegeben hat, zu ihnen kam und meinte, dass dieses Verhalten nicht geduldet wird und die beiden nun den Laden zu verlassen haben. Und das nur wegen eines Kusses. Die Centerleiterin ist fassungslos und kann sich das gar nicht vorstellen, dass einer ihrer Security-Männer solch ein Verhalten zeigt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Mann, der die zwei Frauen angesprochen hat, nur ein Passant war, der sich als Security ausgegeben hat und nicht wirklich im Center gearbeitet hat. Doppeldiskriminierung von Lesben bekämpfen. Am Tag der lesbischen Sichtbarkeit am 26. April forderten LGBTI-Aktivisten, dass sich die Politik mehr um die spezifischen Belange von Lesben kümmern. Auch LSVD-Vorstandsmitglied Ulrike Schmauch fordert politische Initiative, etwa ein modernes Familien- und Abstammungsrecht, das Lesben und Familien anerkennt und rechtlich absichert. Denn obwohl die Ehe für alle geöffnet ist, ist es immer noch so, dass Lesben nicht gleichzeitig ein Kind adoptieren können. Erst muss eine Mutter das Kind adoptieren und dann muss die nächste Mutter das Kind stiefadoptieren. Das soll nun nicht mehr so sein. Und dafür gibt es ein LSVD-Projekt, Miteinander stärken, Lesbentruppe vernetzen, die die Sichtbarkeit von Lesben in der Politik und Gesellschaft verbessern soll. Heiratsantrag bei The Voice Australia. Der Kandidat Nathan Praed hielt um die Hand seines Freundes Mitchell an. Bevor er die Auswahl des Juroren traf, bat er seinen Freund auf die Bühne. Dieser war natürlich überrascht und das Publikum ebenso, denn das verfolgte mit wahnsinnigen und überraschenden Blicken die Situation, die gerade ablief. Nathan erzählte von den vergangenen Jahren zusammen mit seinem Freund und wie es kommen musste, kam die Frage der Fragen. Natürlich kann im Fernsehen derjenige ja nicht Nein sagen, also kam ein Ja. Und das Publikum jubelte und die ganze Jury war aus dem Häuschen. Von dem wunderbaren Heiratsantrag nun zu unseren wunderbaren Gästen. Herzlich willkommen, Sam und Flo. Hallo. Hi. 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 Ja, schön, dass ihr heute da seid und stellt euch doch einfach noch mal kurz vor. Ja, mach du zuerst. Ja, ich bin Flo, ich bin 18 und komme aus der Nähe von Magdeburg. Ich bin Sam, auch 18 und komme aus Magdeburg. Cool. Ja, es geht ja heute um das Thema Trans. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, was überhaupt Trans ist? Ich würde sagen, Trans sind Menschen, die sich nicht mit dem biologischen Geschlecht identifizieren können. So ja, sehe ich auch so. Okay. Und wann war es für euch klar, dass ihr im falschen Körper geboren seid und wie hat sich das geäußert? Also bei mir war das erst verhältnismäßig spät. Ich habe so mit 12, 13 Pubertät halt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und dann mit Ende 13 habe ich es dann erkannt und mich mit 14 dann geoutet. Genau. Also ich war bei mir ähnlich, nur dass ich mich halt, glaube ich, mit 15 oder 16 dann geoutet habe. Erst bei ein paar Freunden und dann ein paar Jahre später, ein oder zwei Jahre später bei meinem Vater. Okay. Und ihr habt auch schon das Wort Outing genannt. Wie verlief das bei euch? War das positiv, negativ? Wie haben die Leute reagiert? Also meine Freunde haben eigentlich ziemlich gut reagiert. Mein Vater meinte so, ja, wart mal noch ein Jahr, um dann sicher zu gehen sozusagen. Und jetzt ist er halt eigentlich ziemlich okay mit dem Thema. Ja, also eher positiv. Bei mir war es eher suboptimal. Also ich habe mich damals bei einer guten Schulfreundin geoutet. Und ja, die hat es nicht unbedingt so für sich behalten. Mhm. Und ja, war dann ein bisschen schwierig in der Schule. Zu Hause war es auch nicht so unbedingt einfach. Also es war eine schwierige Zeit, aber mittlerweile hat sich mein Umfeld eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Ja, dann haben wir eigentlich schon eine Frage so fast geklärt, und zwar, wie die Eltern, Freunde oder Lehrer reagiert haben. Wo ich jetzt nochmal drauf eingehen würde, ist, wie gehen die Lehrer damit um? Machen die da einfach mit oder nennen die euch dann noch trotzdem beim Geburtsnamen oder wie läuft das ab? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du auf einer Schule bist und noch nicht geoutet bist und dich dann erst da outest, ist es halt schwieriger, als wenn du auf eine Schule kommst, wo du von Anfang an geoutet bist. Also auf meiner alten Schule war das deutlich schwieriger, auf meiner jetzigen Schule ist es gar kein Problem mehr. Da bin ich von Anfang an geoutet gewesen, bin auch schon umgeschrieben in den Akten und so. Also es war ziemlich entspannt da, genau. Also ich habe
bin auf eine andere Schule gekommen und habe mich dann ein Jahr später bei denen geoutet, dass ich trans bin. Und erst bei ein paar Freunden dort und die haben es eigentlich ganz gut aufgenommen. Und da habe ich aber immer gesagt, ja, es ist nur ein Spitznamen zu den anderen, weil es mir halt eher unangenehm war, weil ich nicht wusste, wie die Leute reagieren. Und meine Klassenlehrerin versucht es momentan, mich Sam zu nennen, aber es funktioniert eher weniger. Aber, ja. Und hattet ihr Angst vor Mobbing oder Ausgrenzung in der Schule, nachdem ihr euch geoutet habt? Warte, du zuerst. Ja, ich denke mal, bei so einem schwierigen Thema hat man immer ein bisschen Angst. Auch vor Outings allgemein ist halt immer ein bisschen schwierig, aber ja, naja, es war halt besser als die Alternative für mich, fand ich einfach. Also ich hatte auch halt Freunde, die gesagt haben, ja, ist okay, also wir helfen dir, auch wenn andere Leute halt da nicht so cool sind mit dem Thema. Und ja. Gab es bei euch irgendwann mal eine Situation, wo ihr Angst hattet, dass es nur eine Phase sein könnte? Am Anfang, da war ich mir nicht sicher, also da habe ich gedacht, ja, ich bin vielleicht irgendwie noch so, vielleicht Teil Mädchen, Teil Junge und so, oder nicht binär. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, ich bin eher trans. Ja, also ich habe mir halt einiges, ich habe halt ein paar Kontakte gefunden und ja, mir ging es halt echt nicht so toll zu der Zeit und ich wusste halt echt nicht warum und durch die Kontakte und allem wurde mir halt irgendwann langsam bewusst, dass ich trans bin und dann habe ich mich da auch sehr gut wiedererkannt und so und dann war es eigentlich für mich ziemlich klar. Und die Kontakte, waren das im Internet irgendwelche Foren oder waren das wirklich Freunde, die dann persönlich da waren, mit denen du reden konntest darüber, oder? Genau, also in erster Linie war das mein damaliger Freund, mit dem ich viel reden konnte. Und natürlich auch im Internet und so, obwohl man da halt echt gucken muss, was man sich anguckt und was man liest, weil im Internet ist natürlich klar, dass es auch viele falsche Informationen gibt. Jetzt zu etwas Schönem, gab es denn auch Momente, wo ihr euch gerne zurückerinnert, Reaktionen von Leuten nach dem Outing, dass die das total cool fanden oder euch einfach akzeptiert haben, so wie ihr seid? Also eine Freundin, bei der ich mich als erstes geoutet habe, hat sofort den Kontakt in dem Telefonbuch sozusagen im Handy geändert und gesagt, ja, ich werde dich ab jetzt versuchen, so zu nennen. Und das hat auch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und bei anderen Freunden war es eigentlich ähnlich dann. Genau, bei mir war das so bei meinem ersten Freund damals. Also ich habe halt gedacht, das war ein bisschen schwierig mit ihm so. Aber es war voll okay, hat voll gut reagiert und war sehr verständnisvoll und das hat mir sehr viel Halt gegeben zu der Zeit. Das klingt doch schon mal sehr schön, dass man wirklich Menschen noch hat, die einem Halt geben und nicht alle dagegen sind. Allgemein zur Gesellschaft, werdet ihr anders behandelt oder kassiert ihr manchmal komische Blicke irgendwie von manchen Leuten? Ja, also natürlich nicht in jedem Umfeld, also in vielen. Mittlerweile ist es auch so in vielen Umfelden, dass es halt voll okay ist und vor allem, wenn du die Leute halt gar nicht anders kennst, also wenn man von Anfang an geoutet ist bei denen, dann ist es halt meistens sehr entspannt und ja, meistens ist es halt einfach dann wie mit jedem anderen. Aber natürlich ist es auch manchmal so, dass zum Beispiel in Kaufhäusern auf Toilette oder so kommt es manchmal schon zu seltsamen Situationen, wo man sich eher unwohl fühlt, aber ja, alles in allem. Ich denke, wir haben schon besser als die Leute vor 20 Jahren. Da war es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Ja, also es ist trotzdem manchmal doof, wenn man dann halt komische Kommentare bekommt, wie ist dein Geburtsname oder du benimmst dich ganz schön mädchenhaft oder du bist zu klein, um ein Mann zu sein. Und das nervt dann meist ziemlich. Und verletzt natürlich auch. Ja. Und wie ist es allgemein mit der Partnerwahl? Ist das für euch schwieriger oder sind da die Leute total tolerant und sagen, ja, gar kein Problem? Also ich hatte bis jetzt noch kein Problem damit. Ich hatte es meiner Freundin am Anfang nicht gesagt und dann irgendwann hat sie es halt rausgefunden durch irgendwelche anderen Freunde, meinte sie. Und dann habe ich gesagt, oh ja, tut mir leid. Und sie meinte, dass es vollkommen okay ist, dass sie das nicht schlimm findet. Ja, weil sie natürlich weiß, dass es mit einem... Ja, mit Mut, sag ich mal, braucht man ja wirklich Mut dazu, das auch dem Partner dann zu sagen. Ja, also ich sag das von Anfang an, wenn ich jemanden so auf die Art und Weise quasi gut finde, weil ja, ich möchte halt nicht, dass es dann so ist, dass er dann irgendwann das rausfindet und mich dann irgendwie deshalb dann verlassen würde oder so. Dann möchte ich lieber von Anfang an wissen, wie er dazu steht und genau,
Also oft ist es halt so, dass die Leute ganz gut reagieren, aber es kommt natürlich auch unter anderem vor, dass Leute da nicht so gut drauf zu sprechen sind. Das ist echt manchmal, wo man sich denkt, wir sind im 21. Jahrhundert, da sollte das eigentlich normal sein. Naja, und jetzt gibt es sicher da draußen ganz viele, die ja noch in der Anfangsphase sind, die sich noch nicht sicher sind, ob sie wirklich trans sind. An wen kann man sich da wenden, wenn man nicht gleich mit den Eltern drüber sprechen möchte? Also ich habe das am Anfang bei Freunden gemacht, weil mit dem ist man halt meist noch ziemlich gut, man kann mit dem ziemlich gut klar. Man sagt dem vielleicht mehr als den Eltern oder den Lehrern. Man kann zu einem Jugendtreff gehen, wo man da Leute kennt, denen man vertraut oder halt Leute da sind, die das Ähnliches durchmachen wie man selber. Oder halt Sozialarbeiter in der Schule oder ja. Genau, also man könnte auch halt Internetforen sich durchlesen und so. Natürlich immer aufpassen mit den Daten und alles, ist halt im Internet schwierig. Auch nicht alles glauben, was da steht, halt lieber hinterfragen und mit Freunden reden, wenn man denen vertrauen kann. Genau. Und könntet ihr jetzt irgendwelche Internetforen empfehlen, wo es sich vielleicht lohnt, wirklich mitzuschreiben und Hilfe, sage ich mal, zu suchen, beziehungsweise Gleichgesinnte, mit denen man darüber reden kann? Kennt ihr da irgendwelche Foren aus persönlicher Erfahrung? Nicht direkt, aber es gibt halt, auf Instagram gibt es zum Beispiel viele Trans- oder LGBT-Seiten, wo man die anschreiben kann, und falls man Fragen oder Probleme hat. Also das steht meist dann bei denen, sagen die das dann, dass man sich bei denen melden kann. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich kenne. So eine Art Kummerkasten, wenn man Probleme hat, und aber spezialisiert auf das Thema. Genau. Und das ist doch schön. Genau, das hätte ich auch empfohlen. Genau, aber man kann natürlich selber auch immer noch mal gucken, was man da für sich selbst am besten findet. So. Und wenn ich mich jetzt zum Trans geoutet habe, wie verläuft dann so eine Therapie? Ja, so du. Also als erstes muss man zu einem Psychologen. Hört sich zwar erst ein bisschen abschreckend an, aber es ist eigentlich nicht so schlimm, sage ich mal. Also ist alles human gehalten. Viele sind aus der Nähe hier, viele sind bei Dr. Seikowski in Leipzig an der Uniklinik. Der ist Spezialist auf dem Gebiet und ist sehr, sehr freundlich, sehr offen. Genau, dann redet man einfach mit ihm ein bisschen und muss natürlich ganz viele Formulare, Tabellen, keine Ahnung was ausfüllen. Also kriegt man so einen ganzen Stapel mit nach Hause. Genau, und dann kann man den Alltagstest anfangen. Da muss man jedes vierte Jahr zu ihm. Und er redet ein bisschen mit einem, genau, dann könnte man, wenn man dann alt genug ist oder die Erlaubnis der Eltern hat, mit der Hormontherapie beginnen. Da muss man einen Endokrinologen, muss man sich dann suchen. Ja, schwieriges Wort. Genau, und genau, dann kann man mit der Hormontherapie beginnen, sich überlegen, was man, also welche Form man gerne nehmen würde, ob Gel oder Spritzen. Gut, und dann kann man seinen Namen ändern lassen, Personenstandsänderungen kann man durchführen und genau, Operationen kann man dann auch beantragen bei der Krankenkasse. Muss man halt gucken, wie es einem geht, was man machen möchte, damit es einem halt besser geht, und genau, das ist immer unterschiedlich von Person zu Person. Und ihr seid jetzt auch schon in Behandlung, und wenn ja, wie lange? Also ich jetzt seit knapp 5 Monaten. Ich bin jetzt, muss jetzt einmal alle Vierteljahre dahin. Das heißt, ich wäre jetzt sozusagen irgendwie 7 oder 8 Monate schon in Therapie. Ja, also ich war das erste Mal bei Dr. Seikowski Anfang 2014, also vor 4 Jahren ungefähr. Und vor fast 6 Monaten habe ich mit Hormonen begonnen, mit Gel, genau. Das ist aber krass, das ist ein ganz schön langer Weg, ne? Bis man da hinkommt, sage ich mal. Man muss auch sagen, also ich hatte jetzt nicht das Privileg, schon volljährig zu sein, darum musste ich halt noch eine Weile warten. Ach so, genau. Sonst muss ja alles mit den Eltern abgeklärt werden und so. Genau. Und wie kann man sich denn jetzt für Transmenschen einsetzen? Gibt es irgendwelche Organisationen, Festivals, Tage? Also es gibt den Transgender Day of Visibility, da gehen dann halt meist Transmenschen auf die Straße und sagen und stehen für ihre Rechte ein sozusagen. Also demonstrieren sozusagen. Genau.
Meist ist es auch ein guter Tag, um sich sozusagen vor der Klasse oder vor den Eltern zu outen, weil man dann sagen kann, heute ist der Tag für Transgender und ich bin auch trans. Und darum, ja, das ist eigentlich meist ziemlich gut. Genau, ansonsten kann man zu Christopher Street Days gehen. Also ist ja auch einer in Magdeburg und vor ein paar Jahren, also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch so war, aber wo ich da war vor ein paar Jahren, gab es da auch einen Stand mit Transgender-Leuten, die so ein paar Infos gegeben haben und auch so einige kleine Bücher verteilt haben. Genau, also. Und letzten Endes kann man auch, wie gesagt, zu Jugendclubs gehen. Da kann man ja auch was selbst organisieren, wenn man das gerne haben möchte. Flashmobs oder so. Ja. Also man findet auf jeden Fall Unterstützung und Gleichgesinnte. Genau. Wie ist es denn jetzt? Also du kommst ja eher so vom Land und du aus der Stadt. Gibt es da große Unterschiede? Also im Land ist ja meistens so ein bisschen kleiner gehalten und da geht ja meist so, ja, so Gerüchte oder so gehen ja doch schon schneller rum als in so einer großen Stadt wie Magdeburg. Ja, erzählt mal so, wie das bei euch so ist auf dem Land bzw. in der Stadt. Also ich gehe auf eine eher kleine Schule, das heißt, wenn ich mich dort halt größer outen würde, also vor der ganzen Klasse oder vor den Lehrern, dann würde das auch ziemlich schnell die Runde machen, wenn es nicht sogar schon extrem bekannt ist. Ja, und wenn ich mich irgendwie bei den Leuten im Haus, wo ich wohne, outen würde, dann würde das auch überall rumgehen in der ganzen Siedlung. Also so krass geheim halten kann man das nicht. Ja, also das heißt Land. Ich komme ja nun von einer kleinen Stadt und ich war auf einer ziemlich großen Schule. Also bei uns gab es halt auch 7 Klassen pro Klassenstufe. Darum hat das jetzt nicht unbedingt die Runde gemacht, aber natürlich in der eigenen Klassenstufe ging das dann schon sehr viel rum. Fällt das auch auf, wenn man noch nicht so lange geoutet ist und dann aber halt wegen den Toiletten und so nicht weiß, wohin und so. Am Anfang war das noch ein bisschen schwieriger. Genau, aber ja, also es war okay. Es ist natürlich ein bisschen blöd, weil in einer kleineren Stadt gibt es halt keine Jugendclubs, wie zum Beispiel Magdeburg. Ja, und allgemein ist man halt auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du auf einer kleinen Schule bist, bist du wahrscheinlich auch der einzige Transsexuelle. Ich vermute, ja. Also ich vermute, dass es noch jemand anderen gibt, aber ich habe halt keinen Bock, den zu fragen, so, weil also vielleicht ist es ja nicht so, und dann kommst du so awkward rüber. Mhm. Ich weiß nicht, ja. Auf meiner alten Schule waren noch ein paar andere, ich glaube noch 1 oder 2 andere. Und auf der jetzigen ist auch eine andere, also ein Transmädchen. Ja, aber es ist halt auch immer, also ich würde jetzt auch nicht irgendwelche fremden Leute einfach ansprechen, das ist halt ein bisschen schwierig. Man möchte denen ja auch nicht zu nahe treten, so. Ja, ja, und allgemein ist es ja nicht so, dass nur weil man halt beide trans sind, dass man sich direkt versteht, also es ist ja, ja. Okay, dann noch zur letzten Frage, die ich an euch habe. Wie ist denn das, wenn euch einer noch mit Geburtsnamen oder mit einem falschen Pronomen anredet? Ja, also ich finde, wenn man, zum Beispiel bei den Eltern ist das ja oft so, oder bei Leuten, die man schon sehr lange aus der Kindheit oder so kennt, finde ich das ein bisschen schwierig, weil das ist halt auch eine sehr große Umstellung für diese Leute. Ich meine, für uns ist es ja auch ein Prozess. Am Anfang muss man halt erstmal akzeptieren, dass man überhaupt trans ist. Und das müssen die Leute halt quasi auch. Und nur weil jemand dich falsch anspricht, heißt es nicht, dass er dich gleich hasst. Also so ist es nicht. Bei Leuten, die man erst neu kennenlernt, wenn man schon geoutet ist, finde ich das ein bisschen anders. Da nehme ich es dann schon ein bisschen übel, wenn man mich falsch anspricht oder nach dem Geburtsnamen fragt oder irgendwie sowas. Das finde ich dann immer ein bisschen, ja, respektlos, verletzend. Also ich finde, das macht man nicht. Ja. Also ich meine, wenn die Leute, die man dann erst kennenlernt, wenn die versuchen, die richtigen Pronomen und den richtigen Namen zu benutzen, also richtigen Namen ist wahrscheinlich sowieso dann meist gleich drin, aber die richtigen Pronomen, dann ist es meist gut, aber wenn die Leute halt mit Absicht nicht versuchen, die richtigen Pronomen zu benutzen, dann ist es meist echt richtig mies und ziemlich unfair sozusagen. Ja, und wie ihr schon gesagt habt, respektlos, ja, und verletzend. Gut, dann bedanke ich mich für euch, dass ihr heute da wart, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden und über das Thema Transsexualität mehr zu erfahren. Ja, gerne. So, dann, das war's auch schon heute mit Go Queer an Fokus. Nächsten Monat geht's weiter. Schaltet ein, es wird spannend.